Ja, Mette, Leute, herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Heute schauen wir uns mal die Clips vom 24.8. an. Wir hatten im Stream ungefähr eine Stunde geschaut und da war wirklich Utopisches dabei. Das war wirklich nicht schön. Das war wirklich nicht schön. Apropos Streams, jeden Tag, so zwischen 2015 und 2030, manchmal früher, manchmal später. Und ja, schon Game vorbei. Würde mich sehr freuen, wenn ihr zahlreich erscheint und den Chat ein bisschen vollknallt, dass wir ein bisschen quatschen können. Und ja. Abseits davon, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Schaut in die Videobeschreibung und ja. Ich glaube, das war's. Ich glaube wirklich, das war's. Gehen wir in den ersten Clip rein. Okay, Leute, also, jetzt sind ein paar, ich kann heute nicht mehr richtig reden. Entschuldigt, ich bin heute voll durch. Also, passt auf, Folgendes. Ich habe euch auf meinem Odyssey-Account hier ein Video hochgeladen. Und zwar Drache Podcast Drache gegen Mobbing. Das ist eigentlich ein Podcast, den ich hier im Stream heute vorstellen wollte. Und zwar als Serie. Das Problem ist aber, dass die Serie nicht funktioniert. Zum einen muss man dafür Geld angeben. Das heißt, man hätte 99 Cent oder was, das war das Geringste, was es gibt. Hätte man 99 Cent angeben müssen. So. Hallo Bruni. Und die 99 Cent, ich will für diesen Podcast nichts. Deswegen habe ich ihn jetzt auf Odyssey hochgeladen und ich habe ihn normal, das Vorwort habe ich jetzt hier auf TikTok auch hochgeladen, also auf meinem Account. Könnt ihr mal reinschauen. Hallo Ronny. Und genau, das ist das Wichtigste gerade. Also, ich würde euch auch bitten, ihr wisst, ich mache sowas für gewöhnlich nicht oder sehr selten. Ich würde euch auch bitten, diesen Podcast so weit wie möglich zu tragen. Denn ich möchte, dass dieser Podcast, mein Live-Zugriff ist weg, habt ihr privat, ich habe es gesehen, ich habe noch keine Zeit gehabt, Bruni, ich bin den ganzen Tag am Rumeiern. Ich bin heute den ganzen Tag nur am Arbeiten gewesen. Ich habe keine Zeit gehabt für irgendwas. Tut mir echt leid. Ich habe es gesehen, aber ich konnte nicht antworten. Hier ist der Echte. Wer wie der Echte? Hä? Okay. Ja, und dann ging es auch schon direkt los, ne? Rainer hat einen neuen Podcast erstellt. Ich finde es sehr interessant, weil er hatte ja erwähnt gehabt, dass er für den Podcast kein erstmal Geld nehmen möchte, weil er auch von irgendwas leben muss. Da kam wirklich massiver Backslash von seiner Community auf TikTok, die, wie gesagt, dass Leute, die da schreiben, ich glaube nicht, dass das Hater sind, es werden Leute abonniert haben, die jetzt tote Abonnenten sind, weil sie sofort weggemeldet wurden. Aber ich glaube, Leute, die aktiv da schreiben und auch über längere Zeit ein Abo sind, das sind entweder Leute, die da sind, um zu spenden, da man andere Leute sehen, okay, hier wird gespendet. Der Algorithmus sieht, hier wird gespendet, dann spende ich auch. Aber er hat sich wirklich eine Community aufgebaut, die abseits vom Hate existiert. Und ich glaube, da hat er vielleicht von seinem Management einen auf die Finger bekommen, dass man die nicht vergrauen sollte. Weil das halt, wie gesagt, es sind keine Hater, die da aktiv schreiben. Ja, da hat er es wohl ist eingesehen und sagt, ja, ich will dafür gar kein Geld haben, bla bla bla. Er wollte. Die Frage war nur, er hatte seine Community, glaube ich, gefragt, ob die wollen, dass man einmalig zahlt für alles oder pro Folge oder pro Monat. Weiß nicht, was man da eingeben kann. Deswegen ein bisschen sus mit der Bezahlung, dass er jetzt so zurückrudert, aber schön, ne? Immerhin etwas. Und ja, das ist ein Podcast gegen Mobbing. Ihr kennt's, es sollte auch nicht um ihn gehen. Natürlich nicht. Er wird nur in jedem dritten Satz es auf sich beziehen, weil er das größte Opfer in dem Fall ist. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe den Podcast selbst noch nicht gehört. Aber wir wohl auch hier auf dem Kanal bestimmt mal besprechen. Bin ich mir sicher, dass der auf jeden Fall nochmal drankommt. Und der Podcast ist genau dasselbe. Da habe ich noch mal ein bisschen was reingeschrieben. Im Podcast selber, im Vorwort, erzähle ich ein bisschen was, wie es geht. Und dann machen wir das alles so in die Richtung. So, Sauron, es reicht jetzt hier. Das ist, genau, und dann so ist es hier. Ja. Und diese ganzen Aktionen, dieser ganze Podcast, es geht in dieser Geschichte nicht um mich. Das möchte ich ganz deutlich sagen. Es ist ein Podcast, der
um das Thema. Es geht dabei nicht um mich. Es geht dabei um grundsätzlich um irgendwelche Fälle. Es ist auch geplant, dass hier und da mal Gastauftritte sein können, wenn jemand Interesse hat. Dann kann man das auch gerne machen. Und da ist es auf jeden Fall so, dass man. Diese Zwischengespräche hier. Da, mit dem Blog ist es auf jeden oder mit dem Podcast ist es dann auf jeden Fall so, dass ihr in diesem Podcast dann eben noch ein bisschen mehr Infos bekommt. Ja, wie im Clip vorher schon gesagt, der gute Podcast, der nicht um ihn gehen soll, natürlich nicht, ne? Ich meine, wir haben es ja schon öfters gesehen, wenn Birella ihm so ihr Leiden, sag ich mal, vorträgt. Dann fängt er sehr schön an zu sagen, ja, ich weiß, bei mir ist das genauso. Weiß noch damals, als das und das, bla 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 bla. Und ja, ich bin sehr gespannt auf diesen Podcast, was er da erzählt und wann er zum ersten Mal anfängt, über sich zu reden. Weil wie will er das denn anders machen? So, anscheinend erzählt er übrigens andere Geschichten vielleicht. Aber da fängt WT auch sofort an zu sagen, ja, bei der war das so und so. Aber wisst ihr noch bei mir das und das, dies und das. Wir kennen es alle, diese Schallplatten, die er sehr, sehr gerne rausbringt. Aber naja, zu der Birella-Thematik. Es hat mich auch viele im Stream gestern gefragt. Ihr Account wurde gesperrt, weil sie ja oben ohne Bilder gezeigt hat, wo ihr Bild drauf gefotoshoppt wurde. Oder sie ist es selbst, keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass sie eigene Nudes zeigt. Deswegen denke ich mal, dass sie einfach nur zeigen wollte, was mit ihr gemacht wird. Ihr neuer Account, Broni mit Doppel-I, der ist, glaube ich, neu. Sehe ich es vorher, ob ich Birella oder Broni Back to Life oder sowas, irgendwas. Ja, damit ihr Bescheid wisst, ne? Und gegen diesen ganzen Mist. Und diese Leute erzählen ständig hier auf TikTok irgendwelchen Leuten, was ich alles angeblich gemacht habe. Ich habe Scheiße gebaut in meinem Leben, ja. Aber ich habe keinen Koran kaputt gemacht oder verbrannt oder sonst was damit gemacht. Was ist deine Religion? Offiziell bin ich eigentlich evangelisch, aber ich selbst für mich glaube an nichts in dem Sinne. Aber das ist für mich auch absolut in Ordnung. Ich möchte auch nicht, dass mich jemand bekehrt. Ich möchte aber auch niemanden bekehren. Für mich ist es so, jeder Mensch soll das glauben, was er glauben möchte. Wieso sagen die aber, du hast Koran verbrannt? Weil die auf, weil Das die auf weißt du, diese. egal was. Wie kommt man auf so ein Gerücht, sage ich jetzt mal. Gerüchte entstehen genau dadurch. Irgendjemand hat es mal gesagt, irgendjemand hat sich darüber aufgeregt und dadurch haben die Leute gemerkt, hey, damit können wir die Leute triggern. Und die sauer auf mich, also auf ihn machen, in meinem Fall dann. Und dadurch haben die das immer weiter verbreitet. Und gerade hier auf TikTok sagen die das zu jedem. Jeder, der aber ein paar Mein Chat, Minuten ich mit habe da mir. gerade 200 Zuschauer, ne? Die schreiben alle Ich habe ihre Aussage. 655 Zuschauer und die werden dir alle sagen, dass das nicht stimmt. Wieso sind die aber von deinem Chat bei mir reingekommen, nur um zu sagen, dass du Koran verbrannt hast? Weil ich Matchpartner suche, weil ich hier von TikTok und meinen Einnahmen lebe. Und die diese Leute das nicht wollen. Und auf diese Art und Weise sorgen sie dafür, dass mit mir jemand nicht matcht. Eigentlich wollte ich mit dir Match machen, gerade dass du reinkamst. Aber jetzt, da wo ich höre, dass du vielleicht den Koran verbrannt hast, Okay, weißt du so was? eine Ich Angst. respektiere jede Art von Religion und jede Art von Mensch. Aber wenn du mir jetzt nicht glaubst und irgendwelchen Leuten im Internet glaubst, nur weil es viele sind, dann 250 kann Leute sind hier ich drin. habe 600, ich habe 680 Menschen hier drinnen. Dann soll Die werden jemand dir was hinkommen und anderes sagen, es erzählen. stimmt. Die 680 Menschen werden dir was anderes erzählen. Es Er ist hat deine Koran Sache. verbrannt Ich und persönlich Schüler glaube nur das, verhungern was ich lassen. selber mitbekomme. Um zu lügen und den Scheiß vorzulesen und keine Ahnung hast, obwohl du jetzt mir zuhören könntest, ich dir die Wahrheit sage, glaubst du lieber die Lügen von anderen. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich habe Respekt vor dir. Ich habe Respekt vor Moslems und allem drum und dran. Ist für mich absolut in Ordnung. Jeder soll glauben, was er will. Aber wenn du denen lieber glaubst als mir, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Mach's gut. Ja, und so ging es schon direkt los mit dem ersten Match. Der ist ein bisschen ausgetickt, sag ich mal. Aber ja, Rainer hat keinen Koran verbrannt. Er hat laut eigener Aussage, und es wurde auch halbwegs bestätigt, er hatte ein Buch weggeworfen, wo er nicht wusste, was es ist, und das war halt der Koran. Daher kommt das. Deswegen, ja, aber es wird halt immer wieder gesagt, weil man so halt Leute am leichtesten zum Ausrasten bringt, wenn sie halt Moslems sind, ne? Interessant finde ich aber. Am Ende, ja, wenn du mir nicht glaubst, dann kann ich einfach gehen. So. Natürlich, er sagt auch, ja, ich habe hier 86 Leute, die können das Gegenteil beweisen, bla bla bla, wir kennen's.
Die Schallplatte ist nicht neu. Aber einfach so diese arrogante Art, sage ich einfach mal, zu sagen, jo, bei dir sind es gerade 52 Leute, die sagen, dass ich lüge, aber ich sag, dass ich nicht lüge. Also wenn du mir nicht glaubst, dass ich nicht lüge, gehe ich raus, tschüss. Das macht er sehr häufig. Wenn Leute anfangen, den Chat zu lesen, nicht am Anfang, wenn so diese leicht auszukonterbaren Sachen kommen, wie halt das mit dem Koran, dann bleibt er. Aber er geht danach relativ schnell raus, weil sobald die Leute Zeit hatten, Belege und so weiter zu posten oder zu schreiben, wird es für Rainer sehr, sehr eng. Und deswegen geht er meistens relativ schnell raus, sobald er halt merkt, jo, langsam wird es brenzlig hier. Hintern wachsen. Die sind sogar momentan recht kurz. Ich hatte schon so lange Haare auch. Was ist denn das für ein Bild hinter dir? Das ist mein Poster. Bist du das auf dem Bild? Als Animationsfigur, genau. Als Anime-Figur. Boah, der ist krass. Hier ist das Original quasi. So sieht's Original aus. Und das ist quasi die Animation dazu. Krass. Autogrammkarten. Ja. Du hast Autogrammkarten? Ich habe Autogrammkarten, ja. Bist du? Ja, ich habe leider auch sehr, sehr viele Hater immer. Warum? Ja. Ich würde gerne sagen, mit dem Erfolg kommt auch der Neid, aber wenn ich so erfolgreich wäre, dann würde das wahrscheinlich anders aussehen bei mir. Ja, es ist halt einfach so, dass Leute einfach nicht ganz so gut damit klarkommen, wenn jemand sein eigenes Leben führt. Ich meine, ich habe auch Scheiße gebaut in meinem Leben, in der Vergangenheit, so wie wir alle. Ich versuche jetzt aber halt in die Zukunft zu leben, versuche das alles hinter mir zu lassen, versuche einen neuen Weg einzuschlagen, aber das wird halt von vielen nicht ganz so gerne angenommen. Mhm. Für eins zum anderen. Oh, warte mal, das muss ich mir mal angucken. Ich muss etwas verändern. Warte, und dann können wir eine Runde matchen. Ja, ich habe einfach mal nur den signifikanteren Teil dieses Gesprächs genommen. Ich weiß nicht, wer es ist, ne? Kann natürlich sein, dass es irgendwer ist, den man schon länger kennt oder so. Aber ich habe auch im gestrigen Video schon die Vermutung ausgesprochen, dass Rainer, ja, gestellte Matchpartner bekommt. Und das könnte einer davon sein, weil er kam rein, so, oh Rainer, du bist ja so cool, oh, du bist ja so ein Star, du hast so coole Haare, ganz random. Und da hat er ihn, wie er im Clip gerade gesehen, aufs Poster angesprochen und so weiter. Ganz komischer Dude, wirklich, ganz komisch. Und ja, natürlich hat es Rainer sehr, sehr gefallen, ne? Wir kennen ihn ja, wenn ihm der Pensi ein bisschen gestreichelt wird, dann ist er sehr, sehr gerne im Stream drin. Wir haben da später auch noch ein Match gemacht und dann war auch wieder sofort vorbei. Aber ja, sehr unangenehm. Und auch ein bisschen sass. Aber nur ein bisschen. Ja, ich habe einfach mal nur den signifikanteren Teil dieses Gesprächs genommen. Ich weiß nicht, wer es ist, ne? Kann natürlich sein, dass es irgendwer ist, den man schon länger kennt oder so. Aber ich habe auch im gestrigen Video schon die Vermutung ausgesprochen, dass Rainer, ja, gestellte Matchpartner bekommt. Und das könnte einer davon sein, weil er kam rein, so, oh Rainer, du bist ja so cool, oh, du bist ja so ein Star, du hast so coole Haare, ganz random. Und da hat er ihn, wie er im Clip gerade gesehen, aufs Poster angesprochen und so weiter. Ganz komischer Dude, wirklich, ganz komisch. Und ja, natürlich hat es Rainer sehr, sehr gefallen, ne? Wir kennen ihn ja, wenn ihm der Pensi ein bisschen gestreichelt wird, dann ist er sehr, sehr gerne im Stream drin. Wir haben da später auch noch ein Match gemacht und dann war auch wieder sofort vorbei. Aber ja, sehr unangenehm. Und auch ein bisschen sass. Aber nur ein bisschen.